Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir hoffen, dass wir Ihnen mit der einen oder anderen Sequenz im Video ein Lachen abbringen konnten. Wir haben versucht, mit dem Stummfilmhumor auf stereotype Rollenbilder hinzuweisen. Der Humor erschien uns als geeignetes Stilmittel, um zum Nachdenken anzuregen. Gerade die überspitzte Darstellung einer Muslimin, die als Reinigungskraft stigmatisiert wird, soll auf gesellschaftliche Missstände hinweisen. Einigen mag es auch irritierend oder vielleicht auch provokativ erscheinen sein. Das ist aber auch die Funktion des Videos. Die vorherrschenden Probleme distanziert zu betrachten, damit man eben auch eine neue Sichtweise gewinnt. Es geht vor allem darum, die eigene Perspektive zu erweitern und das eigene Rollenbild zu hinterfragen. Gerade ein Muslime mit Kopftuch wird in den Medien negativ dargestellt oder für politische Zwecke instrumentalisiert. Es heißt dann, sie sei der Landessprache nicht mächtig und wäre nur für Arbeiten geeignet, für die es keine schulische oder universitäre Ausbildung braucht. Hast du Erfahrungen damit gemacht, Mefleda? Bedauerlicherweise habe ich viele Erfahrungen damit gemacht. Und ich muss im Vorfeld auch sagen, eine solche Haltung macht aber auch etwas mit den Menschen, die dadurch betroffen sind. Das rüttelt am Selbstwert und vor allem auch am Selbstvertrauen. Der Höhepunkt des Videos ist, als ich dir befohlen habe, meine Kaffeesauerei wegzuwischen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass der Mann, mit dem du redest, Reinigungskraft sein könnte, sondern ich bin gleich auf dich zugegangen, habe sogar wild gestikuliert, dass meine Kaffeesauerei da hinten aufzuwischen sei. Und du bist einfach gegangen und hast es gemacht und ich bin einfach weitergehüpft. Ja, ähnliche Situationen sind tatsächlich vorgekommen. Tatsächlich? Ja. Also gerade vor kurzem ist es auch vorgekommen, dass ich an meinem Arbeitsplatz oder in meiner Arbeitsumgebung darauf angesprochen wurde, Sie haben sicher Zentralschlüssel, können Sie mir die Tür aufsperren. Und Zentralschlüssel haben für gewöhnlich entweder die Reinigungskräfte oder ein Hausmeister, oder? Genau. Was mich aber in solchen Momenten zum Nachdenken bringt und traurig macht, ist die Sprache, die man verwendet, wenn man mit mir redet. Weil vor allem ist es eine infinitiv behaftete Sprache, also infinitiv zusammengesetzte Sätze. Das heißt? Das heißt, du putzen, du nichts verstehen, du wischen und so weiter. Das macht mir richtig traurig, weil man geht schon im Vorfeld davon aus, dass ich der deutschen Sprache nicht mächtig bin, aufgrund meines Aussehens. Und wenn man so mit dir spricht, dann kann ich keine Kommunikation auf Augenhöhe aufbauen und schon gar nicht auf der Universität. Ja, und die Augenhöhe beinhaltet eben mehrere Aspekte. Nicht nur, dass wir uns auf einer Augenhöhe begegnen, sondern viel mehr. Ja, da geht es auch um die Sprachverwendung und wie ich auf einen Menschen zugehe, richtig? Richtig, und das brauchen wir unbedingt in unserem Arbeitsfeld. Ja, und die Universität ist multikulturell und Internationalisierung haben sie sich auf den Hut geschrieben. Gerade da wäre es wichtig, auf fremde Kulturen zuzugehen und Neues zu lernen. Ich würde sagen, auch diese Vielfalt an Kulturen und Religionen ist eine Bereicherung für eine Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, wenn sie in diesem auch Potenzial erkennt, kann davon sehr viel profitieren. Bedauerlicherweise heißt es aber immer wieder, man muss sich integrieren. Und interessanterweise wird man Integration sehr häufig oder betrachtet man Integration sehr häufig als eine Einbahnstraße. Integration ist aber viel mehr. Integration ist auch, Eva, dass du die Tür aufmachst, damit wir etwas gemeinsam machen können, damit wir uns auch gemeinsam entwickeln. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so Stereotype-Rollenzuschreibung auch unbewusst passieren und dass man sich oft selbst nicht im Klaren ist, dass man jetzt eine andere Person verletzt oder sogar diskriminiert hat. Wir haben das auch versucht, ein bisschen im Video darzustellen. Als die Studentin in den Seminarraum gegangen ist und du dich als Vortragende entpuppt hast, gibt es dieses Buch Schubladendenken für Anfänger. Die Studentin glaubt selbst keine Vorurteile zu haben, tappt aber auch in die Falle und diskriminiert dich unbewusst. Sag mal, Eva, für mich wäre es auch interessant zu erfahren, wie hast du dich in diesem Moment gefühlt, als ich den Raum betreten habe? Ich habe mich fürchterlich geschämt einerseits und andererseits hat mich das auch zum Nachdenken angeregt. Und in Zukunft würde ich wahrscheinlich auch anders handeln. Also das heißt, du hast mich schon im Vorfeld aufgrund meines Aussehens zu einem bestimmten Arbeitsfeld zugewiesen. Genau, also für mich war es klar, du musst die Reinigungskraft sein. Und wir haben ja im Video dann auch noch einmal mit diesen stereotypen Rollenbildern gebrochen, indem der Mann den Putzwagen am Schluss weggeschoben hat.
Ja, bedauerlicherweise ist es auch in unserer Gesellschaft so, dass man sehr häufig die Menschen aufgrund dessen, was sie ausüben, aufgrund ihrer Arbeit auch beurteilen. Wir brauchen aber jede Art von Arbeit, unabhängig davon, was man ausübt. Nicht jeder kann oder nicht jeder hat gleiche Möglichkeiten für entweder für eine Ausbildung oder und Ähnliches. Schicksale sind anders, Lebensweg ist ja auch ein anderer. Und dementsprechend sollten wir den Menschen, den wir vor uns haben, auch respektieren und als Menschen wahrnehmen, nicht das, was der Mensch gerade ausübt. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Universität. Auch dort braucht es unterschiedliche Arbeitsfelder, damit sie so gut funktioniert, wie sie funktioniert. Eben, wir brauchen jede Arbeitskraft. Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um Schluss zu machen. Würde ich auch sagen, ja. Vielen Dank fürs Zusehen.